Moin, heute geht es wieder um dich und um deine Seele. Und wir wollen heute nochmal tiefer in deine Einzigartigkeit einsteigen, nochmal bekräftigen, was das bedeutet, wirklich ein Teil dieser Welt zu sein, ein Teil dieser Community zu sein, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Puzzleteil. Und ich möchte das wirklich mit dir veranschaulichen, so dass du das für dich auch viel, viel besser annehmen kannst. Und am Ende habe ich auch noch eine kleine Überraschung für dich. Da möchte ich noch eine kleine Übung mit dir machen, die das nochmal bestärkt. Alles klar? Okay, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, ich habe dich heute wieder mit ans Meer genommen und das Meer ist heute so kraftvoll, dass ich etwas höher gehen musste mit meinem Video beziehungsweise wo ich es aufnehme, weil der ganze Strand sozusagen überflutet ist. Aber diese Kraft wollen wir mitnehmen, auch in dieses Video, um das einfach noch mal kraftvoller zu machen, weil es ist so, so, so ein wichtiges Thema, dass du jetzt anfängst, wirklich deine Einzigartigkeit zu leben, weil damit schenkst du dir ein völlig neues Leben. Und du trägst auch noch etwas ganz, ganz Wundervolles zu dieser Welt und zu unserer Zukunft dabei. Ich habe ja im letzten Video darüber gesprochen, oder beziehungsweise auch schon mal davor, dass es uns eigentlich völlig egal sein muss, was andere sagen, sondern dass es darum geht, was uns wichtig ist. Weil es geht jetzt darum in der neuen Zeit, dass wir immer mehr wir selbst werden, habe ich oft darüber gesprochen. Und das Wichtige ist, dass wir auch dafür anerkennen, wie einzigartig wir sind. Denn wir sind unvergleichbar und das hat einen Grund. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir den endlich annehmen. Und auch, dass wir nicht mehr in bestimmte Gruppierungen uns zwängen müssen oder passen müssen, damit wir uns wertvoll fühlen, sondern dass wir wirklich frei wir selbst sein können. Und ich meine, warum werden wir denn kritisiert? Oder warum hat jemand eine Meinung über uns oder sagt, wir müssten das so oder so machen, so wir das besser oder letztendlich diese Story, die wir uns selbst erzählen, weil wir, habe ich im letzten Video darüber gesprochen, damit groß geworden sind. Aber das dürfen wir jetzt einfach fallen lassen. Und wenn einer meint, dich verbiegen zu müssen oder du müsstest anders sein, hat das eigentlich nur damit zu tun, dass letztendlich er sein Selbstwert oder sie eben seinen Selbstwert noch nicht lebt. Das ist ein absolutes Indiz dafür. Das heißt, du kannst dich also völlig damit befreien, weil das gar nichts mit dir zu tun hat, sondern mit dem anderen. Natürlich, du weißt, reflektieren ist immer wichtig. So, aber wenn wir uns das nochmal anschauen, was bedeutet denn das? Ich habe ja schon im letzten Video darüber gesprochen, was es so besonders macht, wenn du deine Einzigartigkeit lebst, was du auf einmal für eine Buntheit in dein Leben ziehst, was auf einmal passiert, wenn du in deine wahre Größe gehst, wenn du aufmachst und zu dir stehst, dass du ein ganz, ganz neues Zugehörigkeitsgefühl bekommst, nämlich ein Teil des Ganzen zu sein. Und ein Teil des Ganzen zu sein, sich wirklich so zu verstehen, bedeutet, dass du endlich loslassen kannst, es nicht wert zu sein oder dich nicht richtig wertvoll zu fühlen, sondern wenn du verstehst, dass du ein Teil, ein ganz, ganz wichtiges Teil vom Ganzen bist, passiert etwas in dir. Weil dann merkst du, wow, ich bin ja wichtig, richtig und wertvoll. Und das bist du auch. Und darum stell es dir mal so vor. Ich möchte das mal ein bisschen bildhaft darstellen, weil ich finde, das hilft immer ganz gut, das besser zu verstehen. Stell dir mal vor, du hast ein Puzzle. Und dieses Puzzle, dieses wunderschöne Bild, was letztendlich dieses Puzzle darstellt, kann nur funktionieren, wenn jedes einzelne Puzzleteil an seinem Platz ist und da ist. Und das heißt, dass du, wenn du deine Einzigartigkeit lebst, ankommst im Leben, ankommst in deinem Leben, weil du deinen Platz findest. Und natürlich, je mehr du deine Seelenaufgabe findest und weißt, warum du hier bist, desto klarer wird dir das ja auch, wie wichtig und wertvoll du bist. Genauso in der Liebe, wenn du anfängst, dich auch da zuerst selbst zu lieben, um überhaupt diese wahrhaftige Liebe leben zu können, passiert dir auch etwas ganz, ganz Großartiges, weil du nicht mehr unsicher bist, sondern weil du sicher bist, weil du sicher in dir bist, weil du in deiner Mitte bist. Und das ist ja das Spannende, weil stell dir mal vor, wir haben dieses wunderschöne Bild. Immer mehr Puzzleteile trauen sich jetzt eben auch ein Teil des Ganzen zu sein. Und dieses Bild letztendlich, das ist unsere Welt, das ist unsere Zukunft. Und kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn jedes Puzzleteil da ist? Beziehungsweise was schon passiert, wenn immer mehr Puzzleteile dazukommen? Es wird immer mehr Liebe da sein. Die Liebe wächst und auch diese Erfüllung und dieses sich wertschätzen und achtsam miteinander umgehen, weil man es selbst mit sich tut.
das Schöne ist ja bei dieser Vorstellung dieses Bildes, stell dir mal vor, immer mehr Puzzleteile sind da, die glücklich sind, die erfüllt sind, die in sich sind, die in ihrer Mitte sind. Die brauchen sich nicht gegenseitig kritisieren, die brauchen sich nicht gegenseitig fertig machen oder sich besser stellen wollen wie der andere. Nein, weil sie in ihrer Mitte sind. Und kannst du dir vorstellen, was für eine Energie in diesem wunderschönen Puzzlebild ist, wenn das letztendlich fertig ist, ist in unserer Zukunft? Das ist unsere Zukunft und du kannst dabei sein. Und darum ist es so wichtig, dass du deine Einzigartigkeit lebst. Weil die brauchen wir dafür, weil jedes Puzzleteil ist einzigartig. Und das kannst du nicht vergleichen mit einem anderen Puzzleteil. Und das ist das Schöne. Und dieses Gesamtbild, was daraus entsteht, ist eine so wundervolle Energie. Und es ist eine so wundervolle Zukunft. Ein so wunderschönes Bild, was wir uns vorstellen können, was wir jetzt kreieren können. Und das Spannende ist ja, wenn du dir dieses Bild vorstellst, normalerweise ist bei einem Puzzlebild sozusagen, das bleibt so, wie es ist. Aber das Spannende ist, bei unserem Puzzlebild zu sagen, bei unserer Zukunft, die wir gestalten, die verändert sich. Die wird sogar immer noch cooler, die wird immer noch besser, weil dieses Kollektiv an Liebe, an dieser wundervollen Energie, die da herrscht, die kann noch viel Größeres und noch viel Besseres und Schöneres kreieren. Wir sind im Einklang mit unserer Seele und wir machen das, warum wir hier sind, was uns total erfüllt und womit wir so viel Gutes tun und geben können und auch in der Liebe, wo wir einfach reine, wahre Liebe leben können, bedingungslos, Freiheit lieben. Und stell dir mal vor, ich muss es nochmal sagen, stell dir mal diese Energie vor von diesem wunderschönen Bild, von dieser Zukunft, die wir jetzt gestalten können, erschaffen können. Und du bist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und darum möchte ich jetzt mit dir eine kleine Übung machen. Eine kleine Übung, wo du für dich einfach noch mal mehr fühlst, dass du ein Teil des Ganzen bist, dass du ganz, ganz wichtig bist und vor allen Dingen ganz, ganz wertvoll. Okay? Gut. Dafür schließe mal deine Augen, lege gerne deine Hand auf dein Herzzentrum oder auch beide, wenn du möchtest. Atme einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und lass einfach mal alles Belastende los, es ist gerade nicht wichtig. Und nun denk mal an etwas, was dein Herz erfreut. Dein Herz öffnet sich und du bist mit dir und deiner Seele verbunden. Und nun stell dir mal vor, wie du dich fühlen würdest, was aus dir geworden wäre sozusagen, wenn niemand dich kritisiert hätte, wenn niemand gesagt hätte, du bist es nicht wert, wenn niemand dich verglichen hätte mit jemand anderem und gesagt hätte, oh, der ist aber oder die ist aber besser als du, sondern wenn sie dich von vornherein so geliebt hätten, wie du bist, ohne an dir zu zweifeln, sondern an dich zu glauben und stolz an dich zu sein, natürlich dir auch zu helfen, eine Hilfestellung zu sein, aber dass du in deine wahre Größe gehen kannst, dass du nicht klein bist, dass du nicht dem Bild deiner Eltern oder wem auch immer entsprichst. Und in diesem Fall ist es wie immer kein Vorwurf. Sondern wo sie dich supportet haben, dass du immer mehr du selbst bist und richtig stolz auf dich bist und dich richtig gut fühlst und richtig auf dieser Welt, dass du deinen Platz gefunden hast, dass du sagst, ja, ich bin wertvoll und ich bin wichtig. Und ich habe hier etwas zu tun und zu geben. Ich habe eine Gabe, ich habe eine Mission für diese Welt. Ist das nicht wundervoll? Und du das einfach mal annimmst, spür dich doch mal rein. Nimm es an und spür dich rein, wie sich das anfühlt. Hier zu sein, richtig zu sein. Und einfach ein ganz, ganz liebevoller Mensch und eine ganz liebevolle Seele zu sein. Ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Lebens. So sei es. Atme noch mal einmal tief ein und über den Mund wieder aus und öffne deine Augen. Ist das nicht cool? Merkst du, was sich verändert, wenn da nicht diese ganzen Kritiker sind, die einem sagen, was man machen muss? Wenn da nicht diese ganzen Kritiker sind, die einen vergleichen und guck doch mal, der oder die macht das besser? Stell dir mal vor, alle, wir haben das ja alle durchgemacht. Da hat keiner, der eine mehr, der andere weniger. Aber es gilt auch gar nicht, da irgendwelche Vorwürfe zu machen, weil das ganz normal war. Aber jetzt haben wir ein neues Bewusstsein. Jetzt können wir das ändern und wir können jetzt anfangen bei uns selbst. Und wenn du Kinder hast, weißt du, fang vor allen Dingen da an, dass du sie begleitest in ihre wahre Größe, in ihr ganzes Potenzial. Und wir mussten einen kleinen Umweg laufen, aber das gehört auch zu unserem Leben, das gehört auch zu unserem Seelenplan. Darum sage ich immer, du machst nichts umsonst, weil wir jetzt drum wissen.
Und das ist das Spannende. Wir wissen, wie man sich fühlt, wenn man sich nicht wertgeschätzt fühlt. Wir wissen, wie das ist, wenn man kritisiert wird. Wir wissen, wie das ist, wenn man sich nicht hundertprozentig angenommen fühlt oder richtig und ständig dann selbst an sich auch noch zweifelt und sich fertig macht. Das wissen wir. Und wir wissen auch, wie ätzend das ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen, ne, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und liebe Ängste, tschüss, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür. Ihr seid entstanden aus verschiedensten Gründen. Und diese Ängste, die kannst du, natürlich in der Selbstermächtigungssession können wir diese Ängste lösen. Aber das ist wichtig, dass du dich nicht von deinen Ängsten leiten und führen lässt. Oder von deiner unbewussten Programmierung noch von damals, sondern dass du damit abschließt und sagst, es war so, wie es war, ich schließe Frieden damit, aber jetzt gehe ich in meine wahre Größe. Und jetzt mache ich das, warum ich auf dieser Welt bin. Und ich kann dir nochmals sagen, wir brauchen dich. Darum, wenn ich dir helfen soll und du das Gefühl hast, Annette, ich will dieses Puzzleteil sein in diesem wundervollen Puzzle, ich bin eine Soul-Leaderin, um als Vorbild eben auch da zu sein und Menschen zu helfen oder eben das, warum ich hier bin, mit meiner Seelenaufgabe so viel Gutes zu tun und zu geben, dann schau auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com, weil genau das machen wir. Wir finden genau deine Seelenaufgabe heraus, bilden dein Seelenbusiness und deine Brand, damit du wirklich richtig durchstarten kannst, um eins dieser brillanten, mega wichtigen und so wertvollen Puzzleteile zu sein, damit wir es wirklich gemeinsam schaffen, uns diese wundervolle Zukunft zu erschaffen. Genauso in der Liebe, dass auch du da ein Soulmate bist, eine Seelenpartnerin oder eben ein Seelenpartner, der verstanden hat, worum es geht. Okay? In diesem Sinne würde ich mal sagen, schreib gerne mal in die Kommentare, ob du dabei bist. Gib mir dafür ein High Five, das kriegst du jetzt schon mal von mir. Daumen hoch, wie auch immer du dich ausdrücken möchtest. Schreib auch gerne rein, was bei dir gerade passiert ist. Weil du bist so richtig und wichtig, genauso wie du bist. Und das, was dir da im Weg steht, das können wir gerne loslassen in Frieden. Frieden schließen, dass du mehr mit im Einklang mit deiner Seele und mit deiner Kleinen zusammen leben kannst und einfach dein schönstes Leben lebst und damit so viel Gutes tun kannst und geben. Okay? In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir brauchen dich. Tschüss.